Okay, ich zeige kurz mal die Lösung. Ich habe eine Klasse, die ich gleich bauen möchte, in einem Package, keine Ahnung, Verkehrsbetrieb. Dieses Package wird jetzt eine Klasse Fahrzeug enthalten. In dieser Fahrzeugklasse gibt es zum Beispiel die Kennnummer oder irgendwas. Und dann habe ich eine Klasse Bus. Diese erbt von der Mutterklasse Fahrzeug. Hat dadurch ganz spezielle weitere Eigenschaften, die es jetzt implementieren kann. Wie zum Beispiel Reifendruck. Eine weitere Klasse Bahn. Erbt auch von der Mutterklasse Fahrzeug. Und die hat eine Variable Schienenbreite, nehmen wir mal an. Das sind alles jetzt Variablen, die ein Bus also nicht hat. Und dann kann ich mal eine Klasse Verwaltung machen oder Depot oder irgend sowas. Da ist meine Mail-Methode. In der Mail-Methode erstelle ich mir eine Array-Liste. Achtung, jetzt wird es interessant. Der sage ich, speichere mal bitte Elemente vom Typ Fahrzeug. So, und jetzt füge ich in diese Liste Objekte ein. Ich mache es mal ein bisschen effizienter hier. Ich füge einfach mal 5 Busse ein. Und zwar in den Slot 0. Und danach 5 Bahnen. Und dann lasse ich mir mal alle angeben, die ich in dieser Liste drin habe. Mithilfe des Enumerators. So, und ich habe zuerst die Busse eingefügt, dann die Bahnen. Und ich sehe in der Reihenfolge, im 0. Slot habe ich eine Bahn und dahinter erst die Busse. Also die Klasse ArrayList, die macht Folgendes, wenn ich an 0. Slot was einfüge, dann rutschen alle anderen nach hinten und machen damit den Platz frei, damit tatsächlich am 0. Slot das neue Element reinkommt, aber alle anderen immer noch da sind. Und dieses Rutschen, das ist ein Umkopieren von den Slots, das macht automatisch auch die Klasse ArrayList. Deswegen ist die sehr angenehm zu nutzen. Ich kann immer sagen, ja, füg's mal da oder dort ein und sie wird automatisch dann sich darum kümmern, an die richtige Stelle die Objekte reinzutun. Und ich kann auch, wir sehen das hier, 500.000 Busse und 500.000 Bahnen eingeben. Das dauert jetzt ein bisschen länger.
Jetzt höre ich den CPU-Lüfter. Und also sie ist dabei zu arbeiten. Wir haben nämlich jetzt folgendes Problem, dass dauernd unser Array zu klein ist. Das wird dauernd also umkopiert. Zuerst Größe 50, dann Größe 100, dann ist das schnell wieder zu klein, dann Größe 200 und so weiter. Das Ding ist also dauernd dabei zu kopieren. Wir sehen also, das ist auch ein bisschen teuer, was wir da machen. Und deswegen gibt es die Möglichkeit bei der ArrayList beim Konstruktor auch zu sagen, ja, leg mal gleich 100.000 Slots an, intern. Aber in den meisten Fällen müssen wir uns damit nicht beschäftigen, weil das System selber macht, dieses Umkopieren. Es dauert eben jetzt nur eine Weile, bis dieses ganze Umkopieren fertig ist. Okay, das war also die ArrayList. Wir werden in 90% aller Fälle, wenn wir eine Datenstruktur brauchen, diese ArrayList vorziehen vor jeder anderen, insbesondere auch vor dem Array, weil es einfach sehr viel komfortabler ist. Wir müssen an weniger Sachen denken und können also, jetzt ist es fertig. Jetzt hat er also 1 Million Busse und Bahnen erzeugt und jetzt wird er noch 3 Minuten beschäftigt sein, mir die alle auszugeben. Deswegen können wir das mal abbrechen. Wir werden jetzt eine Pause machen von 10 Minuten und dann